Sidekick. Beim Sidekick gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie detailliert man den, ja, oder wie fein man den übt. Was wir bei der Prüfung in der Streifenwoche gerne sehen möchten, ist der Sidekick mit Gewichtsverlagerung ohne Schritte. Und zwar, der Sidekick ist wichtig, dass ihr immer das Knie als erstes hebt und den Unterschenkel fliegen lasst. Die Trefferfläche ist jetzt in dem Fall der Fußspann. Okay, also heben und Unterschenkel fliegen lassen. Nochmal zum Gucken. Ich verlagere mein Gewicht nach hinten, heb das Knie so schräg an und lasse den Unterschenkel fliegen. Jetzt achtet noch auf die Hände, dass ihr die Deckung oben habt. Gewicht nach hinten verlagern, Knie heben und den Kick hinterher. Okay? Einmal nochmal schauen. Hopp. 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 Versucht dabei, den Oberkörper so aufrecht wie möglich zu lassen und nicht nach hinten wegzukippen. Und bitte auch kein Fußballkick, das heißt nicht, dass die Fußzehen nach oben zeigen, sondern die sollen immer schön zur Seite zeigen. Jetzt möchte ich euch als fortgeschrittenen Variante auch trotzdem noch den Randstellschritt zeigen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das super zu Hause üben. Nicht nur eine Gewichtsverlagerung, sondern den Randstellschritt. Einen Randstellschritt braucht man, wenn man gegen jemanden kämpfen würde. Und der Gegner steht ja nicht nah bei mir, dass ich den hier oben treffe, sondern meistens haut er ab. Also kann ich einen Randstellschritt machen und den da hinten noch treffen. Wie funktioniert das? Hinteres Bein ranstellen, Knie heben, Kick. Ja, ranstellen, Knie heben und Kick. Okay, ransetzen, Kick. Ransetzen, Kick. Ransetzen, Kick. Wichtig ist auch beim Sidekick, müsst ihr natürlich nicht so hoch kicken, es reicht auch, wenn ihr den hier unten macht. Lasst den Fuß fliegen und versucht schnell und locker zu kicken. Umso fester ihr euch anspannt, dann wird der Kick verspannt und auch langsam. Ja? Also schön locker arbeiten, kommt er auch richtig schnell hier raus. Viel Spaß beim Üben!